Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Es gibt nicht viele Unternehmen, bei denen ein ganzes Land mitreden kann und will. Die Deutsche Bahn ist definitiv so ein Unternehmen. Jede und jeder hat eigene Erfahrungen und die sind aktuell eher unerfreulich, um es vorsichtig zu sagen. Fast schon routinemäßig Verspätung, verpasste Anschlüsse, Termine, die platzen, weil der Zug nicht kommt. Und dazu ein scheinbar völlig verfahrener Tarifkonflikt mit den eigenen Lokführern. Bahnfans aus dem Ausland schütteln den Kopf. Der Direktor des Schweizerischen Bundesamts für Verkehr sagt, Deutschland ist unser Sorgenkind. Eine Bahn müsse pünktlich sein, dafür sei das Management da und die müssen liefern. Das Bahnmanagement liefert heute, und zwar eine Bilanz aus seiner Sicht. Ich spreche dazu gleich mit dem Bahnchef, erst Hans-Jürgen Piel und die Lage. Schlechte Nachrichten von der Bahn ist man ja fast schon gewohnt. Fahrgäste spüren es längst, die Zuverlässigkeit der DB hat einen Tiefpunkt erreicht. Und jetzt kommt noch eine schlechte Nachricht hinzu. Der Staatskonzern ist 2023 mit über 2 Milliarden Euro tiefer in die roten Zahlen gerutscht als erwartet. Nach den hohen Corona-Rückschlägen sind das unterm Strich die höchsten Verluste der letzten Jahre. Der Bahnchef macht vor allem die hohe Bauaktivität dafür verantwortlich. Zum Bauen auf Rekordniveau gibt es keine Alternative, wenn wir den weiteren Verfall der Infrastruktur verhindern wollen. Deshalb sind wir 2023 in Absprache mit unserem Eigentümer massiv in Vorleistung gegangen. Dabei haben Unzuverlässigkeit und Verluste zumindest in Teilen dieselbe Ursache, das verschlissene Schienennetz. Zwar wird nach Kräften saniert, aber die vielen Baustellen verschlingen Geld und sind zugleich gemeinsam mit dem Netzzustand Hauptgrund für Verspätungen und womöglich nicht ganz unwillkommen. Es ist natürlich jetzt auch eine ganz bequeme Ausrede. Also ich sage mal, die Öffentlichkeit hat es erstmal geschluckt, die Politik hat es geschluckt und jetzt kann sich die Bahn dahinter verbergen. Niemand erwartet jetzt mehr von der Bahn, dass sie Gewinne macht. Ja, also sie kann ganz gemütlich hier nochmal eine Million, da nochmal eine Million ausgeben. Es fragt keiner nach. Der Grund ist immer, Netz ist ja schlimm. Großer Verlustbringer ist erneut der Güterverkehr mit hunderten Millionen Euro. Zwar ist ein überfälliger Umbau von DB Cargo, die Ausgliederung ganzer Unternehmensteile jetzt geplant, doch bis der sich auswirkt, wird es dauern. Kritiker könnten sich noch drastischeres vorstellen. Wenn da so viel Verlust gemacht wird, dann stellt sich die Frage, ob DB Cargo innerhalb des Bahnkonzerns überhaupt je wirtschaften kann oder ob außerhalb des Konzerns DB Cargo besser aufgehoben ist. Also ob DB Cargo verkauft werden sollte. Bereits beschlossen ist dagegen der Verkauf ausgerechnet der erfolgreichen Speditionstochter DB Schenker, obwohl die zuletzt Milliardengewinne geliefert hatte. Die Bahn will den Erlös einsetzen, um ihren massiven Schuldenberg zu reduzieren. So sind die Aussichten für künftige Bilanzen womöglich ebenso düster wie die auf schnelle Verbesserung der Zuverlässigkeit. Denn auch der Bund hat in seiner eigenen Geldnot die Mittel für den Streckenneubau stark gekürzt. Ich glaube, man muss damit rechnen, dass wir auf viele Jahre keine Besserung haben werden und dass die Bahn also über viele Jahre auch nicht wachsen kann. Also wir werden damit leben müssen, dass man sagt, wir müssen mit dem leben, was heute da ist, sehen, dass man das halbwegs effizient bewirtschaftet und dann auf politisch bessere Zeiten hoffen. Die Klimaziele von Bahn und Bundesregierung, Verdopplung der Fahrgastzahlen und deutlich mehr Bahnfracht bis 2030 erscheinen danach kaum noch erreichbar. Chef von über 330.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer, der dafür sorgen soll, dass knapp 5 Millionen Menschen täglich zuverlässig ans Ziel kommen, ist Richard Lutz, der Bahnchef. Herr Lutz, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Die Streikwelle ist unterbrochen aktuell, aber nicht überstanden. Wann werden Sie denn sich jetzt endlich mit den Lokführern einig sein? Na, Sie wissen, dass wir ja aktuell wieder am Verhandlungstisch sitzen, Gott sei Dank. Wir haben die Tage ja eine Presseerklärung rausgegeben auf beiden Seiten, gleichlautend, dass wir in konstruktiven Gesprächen sind und wir sind guter Hoffnung, dass in den nächsten Tagen das auch zu einem guten Ende geführt wird. Werden kann, aber ich bitte um Verständnis, wir haben auch vereinbart, dass wir jetzt nicht öffentlich spekulieren, Zwischenstände kommunizieren, sondern dass wir dem Prozess auch die Ruhe geben, die er braucht, um zu einem guten Ende geführt zu werden. Jetzt hatte sich ja in der Politik und auch bei gebeutelten Fahrgästen so ein bisschen der Eindruck festgesetzt, da stimmt auch einfach die Chemie nicht, sprich gegenseitige Vorwürfe. Offenbar kann man sich auch ganz persönlich nicht richtig ausstehen.
Sagen Sie, Herr Lutz, doch einfach mal was Positives über Klaus Weselski heute. Ich kann ehrlicherweise, wenn wir persönlich zusammentreffen, gar nichts Negatives über Herrn Weselski sagen. Das ist immer sehr anständig, das ist immer sehr angenehm und respektvoll. Er war auch einige Zeit mal in einem Aufsichtsrat, dem ich vorgesessen habe. Aber trotzdem kommen wir aus unterschiedlichen Interessenlagen und die spitzen sich dann halt zumindest mal an manchen Stellen aus den unterschiedlichen Vorstellungen heraus leider zu. Gut, das klingt jetzt trotzdem vorsichtig optimistisch für Bahnkunden in der Zukunft, würde ich mal sagen. Kommen wir zum ganz großen Thema, zur ganz großen Geschichte in Ihrem Unternehmen. Das sollte ja eigentlich zentraler Baustein sein für die Verkehrswende in diesem Land. Stattdessen müssen aktuell alle, die einen wirklich wichtigen Termin haben, besser am Tag vorher schon losfahren, um wirklich zuverlässig mit der Bahn dann auch ankommen zu können, aus Sorge, es könnte was dazwischen kommen. Wann werden wir in Deutschland aus dieser absurden Situation wieder raus sein? Ja, zunächst mal gibt es da auch gar nicht klein oder schön zu reden. Es ist tatsächlich so, dass wir in Sachen Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sowohl im Personenverkehr wie im Güterverkehr im Moment nicht die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden erfüllen, auch nicht unsere eigenen Ansprüche. Wenn man das strukturell und nachhaltig lösen will, kommen wir um die Erkenntnis nicht herum, dass wir die Infrastruktur über Jahre und Jahrzehnte auf Verschleiß gefahren haben. Und ich bin nun endlich dankbar, dass wir im letzten Jahr tatsächlich ja auch ein gemeinsames Programm mit Bund, mit Branche, mit Bau- und Bahnindustrie vereinbart haben und das jetzt auch konsequent umsetzen wollen und auch müssen, damit diese Infrastruktur nicht mehr limitierend wirkt für Wachstum und Verkehrsförderung und vor allen Dingen für Stabilität, Qualität und Pünktlichkeit. Und das müssen wir jetzt umsetzen und dann wird es auch wieder besser. Ja, Herr Lutz, Sie sagen es, die Bahn schiebt eine Erneuerungslawine vor sich her. Manche Experten sagen, das ist eine Sanierungsspirale, aus der sie vielleicht überhaupt nicht mehr rauskommt bei der ganzen Geschichte. Jetzt wissen wir aber auch alle, der Bund hat kein Geld. Dem fehlen aber Milliarden in der Kasse und er spart jetzt auch wieder an den eigentlichen Zusagen für die Bahn. Wie wollen Sie vor diesem Hintergrund tatsächlich dieses gewaltige Projekt Generalsanierung durchziehen? Das ist nicht mein Eindruck und das ist auch nicht die Faktenlage. Das darf ich gerne noch mal sagen. Der Bund, das Parlament hat vor wenigen Wochen, Anfang Februar, einen Bundeshaushalt mit 17 Milliarden Euro für die Schiene verabschiedet. Sie wissen, ich bin schon ein paar Tage dabei. Ich habe Jahre erlebt, Anfang der 2000er Jahre, da gab es nur 3 bis 4 Milliarden Euro für die Schiene. Klar, Herr Lutz, wenn ich Sie da gleich unterbrechen darf, 17 Milliarden sind mehr als die 3 Milliarden, die Sie aus der Vergangenheit kennen. Aber der Bundesverkehrsminister Wissing hat gesagt, allein in den nächsten Jahren liegt der zusätzliche Bedarf bei 40 bis 45 Milliarden. Da reichen diese 17 Milliarden vorne und hinten nicht. Naja, bezogen jetzt auf diese 45 Milliarden Bedarf, die wir ja auch gemeinsam festgestellt haben, die ist braucht, um das, was wir machen wollen, um die Infrastruktur wieder fit zu machen für Wachstum und Verkehrsverlagerung, Stabilität, Qualität. Da haben wir im Moment in einem ersten Schritt 30 Milliarden zusammen. Und das Wichtige ist, das ist nicht alles, was wir uns mal vorgestellt hatten, aber es ist vor dem Hintergrund des Urteils aus Karlsruhe und vor allen Dingen an der Situation, dass wir in den nächsten Jahren alles Notwendige machen können, was wir brauchen, um diesen Sanierungsrückstau anzugreifen. Erstmal ein ganz, ganz starkes Signal in Zeiten, wo ja viele andere Politikbereiche wirklich sparen mussten und nicht zusätzliches Geld bekommen haben. Ihr Kollege bei der Schweizer Bahn, der Ex-Bahnchef der Schweiz, Herr Weibel, der sagt, das Sanierungskonzept, das Sie jetzt vorhaben, also ganze wichtige Strecken komplett zu sperren, das sei selbstmörderisch. Er kenne keine Bahn, die vollständig über Monate Strecken sperrt. Sollte Ihnen das nicht eine Warnung sein, wenn der Mann das macht? Denn der hatte ja die Bahn in der Schweiz wirklich im Griff. Nein, die Schweiz unterscheidet sich von Deutschland in der Tat, dass sie eben keine Infrastruktur hatte, die in irgendeiner Art und Weise mal unterfinanziert war und wo es natürlich auch in der aktuellen Situation, ich kenne ja die Schweizer Kollegen gut, auch keiner auf die Idee käme, was Vergleichbares zu machen. Wir haben aber einen wahnsinnigen Sanierungsrückstau und wir haben ja gesehen, dass wir, wenn wir so weiterbauen wie bisher, immer wieder nur wochenweise auch eingleisig sperren, dass wir dann aus diesem Zustand, dass wir wirklich signifikante Verbesserungen im Zustand der Infrastruktur bekommen, nicht rauskommen. Deshalb haben wir zumindest mal, und das kennen die Kollegen auch aus Schweiz und Österreich, keine andere Alternative, als genau diese Generalsanierung der hochbelasteten Strecken anzugehen. Die Schweizer Kollegen, die Sie sehr gut kennen, wie Sie sagen, die weisen ja aktuell deutsche Züge an der Grenze zurück, weil deren, also die deutsche Unpünktlichkeit, ihnen ihr eigenes Netz kaputt macht. Wie peinlich ist Ihnen das?
Na, das ist mir natürlich nicht recht, aber es zeigt, dass die Schweizer Kollegen jedenfalls das Thema Stabilität des Fahrplans, Zuverlässigkeit des Gesamtsystems und hohe Pünktlichkeit sehr, sehr hoch priorisieren. Und wir natürlich auch in den grenzüberschreitenden Verkehren, und wir sprechen ja mit den Kolleginnen und Kollegen dort, natürlich alles dafür tun, dass wir genau diese Stabilität dann auch erhalten, indem wir auch pünktlich grenzüberschreitend an den Bahnhöfen sind. Im Moment werden die Züge gebrochen. Das ist unangenehm, vor allen Dingen für die Fahrgäste. Aber es ist ein Stück weit verständlich, wenn man das eigene Eisenbahnsystem dann eben mit hoher Stabilität und Pünktlichkeit fahren möchte. Und das tun die Schweizer. Herr Lutz, Sie werden immer wieder zitiert als jemand, dem dieses Land sehr am Herzen liegt. Wie sehr zieht der derzeitige Zustand seiner Bahn Deutschland mit herunter? Na, ich glaube, man kann schon sagen, dass Deutschland ganz, ganz viele Baustellen hat und wir eine davon sind. Da gibt es auch gar nichts drum herum zu reden. Und ich finde, wir haben die große Chance, wir gemeinsam mit der Politik auch zu zeigen, was die Menschen in diesem Land und auch die Unternehmen und die Wirtschaft in diesem Land auch erwarten darf in einer solchen Situation, dass man das Thema nicht kleinredet oder schönredet, sondern dass man schonungslos analysiert, woran liegt es, dass man über Ursachen redet und vor allen Dingen über Lösungen und dann auch mutig genug ist, die Dinge anzugehen und zu entscheiden und nicht zu jammern und nicht Verantwortliche oder Schuldige zu suchen, sondern die Dinge benennt und dann stringent umsetzt. Sagt der Bahnchef. Richard Lutz, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor ein paar Stunden aufgezeichnet. EU-Gipfel in Brüssel und ein Signal. Die Europäische Union will ihre Hilfe für die Ukraine intensivieren, wie es in schönstem Bürokratendeutsch heißt. Und sie hat auf die Frage, woher das Geld dafür kommen soll, eine Antwort gefunden, die auf den ersten Blick naheliegen mag: aus Russland. Dass das alles andere als unkompliziert ist, die Hilfe aber gleichzeitig nötig, zeigt Florian Neuhahn. Wer wissen will, wie verzweifelt die Lage der Ukraine ist, dem reicht diese Nacht ein Blick in den Himmel von Kiew. Die schwersten russischen Angriffe auf die Hauptstadt seit Wochen. 13 Menschen werden verletzt. Die Ukraine braucht dringend Hilfe und der Westen neue Ideen, wer die bezahlen kann. Eine verbirgt sich hier beim Finanzdienstleister Euroclear mitten in Brüssel. Hier verwahren sie 190 Milliarden Euro der russischen Zentralbank, eingefroren seit Beginn des Krieges. Könnte man die nicht einfach verwenden? Das Problem bei dem Vorschlag ist, dass die Gelder der russischen Zentralbank eigentlich Immunität genießen. Das heißt, sie sind unantastbar für Gerichte oder auch für Regierungen. Nur 3 Kilometer sind es von Euroclear bis hin zum Europäischen Rat. Wo heute die Spitzen der EU die Gelder in ihrer Not trotz allem antasten wollen. Beziehungsweise die Zinsen, die darauf anfallen. Im Brüssel-Englisch auch Windfall Profits genannt. Wir haben uns hier verständigt, es geht immer um die Windfall Profits. Also um die Erträge. Und das, was mir wichtig ist, dass wir dieser Nutzung jetzt noch eine klare Richtung geben, in Richtung auf Unterstützung beim Erwerb von Munition zum Beispiel. Zinsen auf russisches Staatsvermögen. 15 Milliarden Euro könnten bis 2027 zusammenkommen. 90% davon sollen, so der Vorschlag, direkt in Waffenlieferungen an die Ukraine fließen, der Rest in Europas Haushalt. Die Zinsen zu nutzen, darüber sind sie sich in Brüssel heute erstaunlich einig. Gestritten wird über die Verwendung. Österreich, das sich als militärisch neutral versteht, würde das Geld lieber für den Wiederaufbau verwenden nach dem Krieg. Für uns Neutrale muss sichergestellt sein, dass das Geld, wo wir die Zustimmung setzen, eben nicht für Waffen und Munition ausgegeben wird. Dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wie immer zugeschaltet, geht das alles zu langsam. Sein Land brauche die Gelder noch dieses Jahr. Aber waren die russischen Gelder nicht eigentlich unantastbar, immun? Es gäbe, sagen Völkerrechtler, eine Rechtfertigung, sie zu nutzen, den russischen Krieg. Da könnte man sagen, jemand, der so sehr das Völkerrecht verletzt, kann sich dann nicht auf diese Immunität berufen, wenn andere Staaten Gegenmaßnahmen ergreifen. Europa will der Ukraine weiter helfen. Das soll das Signal sein nach Kiew heute. Unklar aber, ob die Hilfe noch rechtzeitig kommt.
Ja, und noch eine Entscheidung, die auf dem Gipfel heute getroffen wurde. Die EU-Staaten fordern für den Gazastreifen eine sofortige humanitäre Waffenruhe, die dann zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen soll. Und das ist auch Thema bei dir, Hanna, in der ersten Nachrichtenübersicht. Ja, denn auch die USA haben erstmals eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gefordert und dazu einen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat vorgelegt, in dem sie zudem eine Freilassung der israelischen Geiseln verlangen. Das erklärte US-Außenminister Blinken auf seiner Nahostreise. Bisher hatten die USA alle Resolutionen zu einem sofortigen Waffenstillstand mit einem Veto blockiert. Blinken traf heute in Kairo den ägyptischen Präsidenten al-Sisi und Außenminister der Arabischen Liga zu Gesprächen. Morgen wird er in Israel erwartet. Die EU-Staaten haben bei ihrem Gipfel heute außerdem den Start von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina beschlossen. Das erklärte am Abend EU-Ratspräsident Charles Michel. Noch sind allerdings weitere Reformschritte nötig, damit ein Verhandlungsmandat erteilt werden kann. Die harte Arbeit müsse nun fortgesetzt werden, erklärte Michel auf X. Mehr als 30 Staats- und Regierungschefs haben bei einem Atomgipfel in Brüssel einen schnelleren Ausbau der Kernenergie angekündigt. So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, man wolle das Potenzial der Nuklearenergie voll ausschöpfen. Bis 2050 soll die Kapazität verdreifacht werden. An dem Gipfel nahmen unter anderem Frankreich, Polen, die USA und China teil. Deutschland war nicht vertreten. Später im Heute-Journal-Update gibt es dazu ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter. Die jemenitischen Houthi haben offenbar eine Vereinbarung mit China und Russland getroffen, deren Schiffe bei der Durchfahrt durch das Rote Meer nicht anzugreifen. Aus Solidarität mit der palästinensischen Hamas attackieren die Rebellen seit Monaten immer wieder die wichtige Handelsroute. Auch die Fregatte Hessen ist dort unterwegs und hat erst heute wieder einen Angriff auf einen Schiffsverband abgewehrt. In Portugal ist der Sieger der vorgezogenen Parlamentswahl, Luis Montenegro, zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden. Da sein konservatives Bündnis AD bei der Wahl die Parlamentsmehrheit deutlich verfehlt hatte, strebt der 51-Jährige eine Minderheitsregierung an. Eine Koalition mit der rechtspopulistischen Chega hatte Montenegro ausgeschlossen. Und auch die Sozialisten kommen nicht als Partner in Frage, da sie dies abgelehnt haben. Es gibt für Schülerinnen und Schüler nach der Schultüte und vor dem Schulabschluss einen weiteren entscheidenden Punkt. Das ist der Übergang von der Grund- in die weiterführende Schule. Da drehen sich dann auch bei den Eltern alle Gespräche nur noch um dieses Thema. In Berlin gilt das ganz besonders. Denn einmal haben manche Bezirke dort schlicht nicht genug Plätze für alle an den Schulen. Und dann soll es für die Sechstklässler, die auf ein Gymnasium wollen, künftig eine Art strengen Numerus Clausus geben. Noch vor der Sommerpause will der Berliner Senat darüber entscheiden. Stefanie Gargosch und Lisa Beusch haben die Details. Massiven Leistungsdruck, den spüren Benjamin und seine Mutter seit etwa 2 Jahren. Seitdem kämpfen die Schüler seiner heute 6. Klasse um einen Platz an einer weiterführenden Schule. Die Aufnahmenote an vielen Berliner Gymnasien liegt bei mindestens 1,5. Man weiß ja, dass das zweite Halbjahr der 5. Klasse und das erste Halbjahr der 6. Klasse entscheidend sind. Je schlechter wir sozusagen abschneiden, umso schwieriger wird es im Zweifel, die Wunschschule zu erreichen. Und von daher ist der Stress dann irgendwann schon hoch. Die weiterführenden Schulen, Gymnasien und integrierte Sekundarschulen suchen vor allem über den Notenschnitt aus. Mindestens 60% der Schulplätze werden so vergeben. Ein Wettrennen. Den Druck spüre ich schon enorm, weil ich einfach auch auf die Wunschschule möchte. Benjamin Schnitt 2,4. Frau Siedelmann suchte lange eine passende weiterführende Schule, recherchierte tagelang auch im Netz. Schließlich bewarben sie sich an 3 integrierten Sekundarschulen ISS mit niedrigerem Schnitt. Nun warten sie. Tatsächlich kam da viel, viel, viel Zeit irgendwie zusammen. Man besucht ja schon ein Jahr vorher die Tage der offenen Tür. Wenn man sich denkt, wenn ich das sozusagen in dem Jahr mache, wo es ansteht, dann schaffe ich das gar nicht. Das Kernproblem: In den großen Städten wie Berlin fehlen Schulplätze. Der Konkurrenzdruck führt zum Leistungsdruck an den Grundschulen. Eine Katastrophe, sagen Bildungsforscher. Ein ungeheurer Druck baut sich da auf und die Eltern geraten ins Schwitzen und die Kinder verlieren den Spaß an der Schule.
ein unmenschliches System an und für sich, weil alle zum Abitur wollen und das Nadelöhr so dicht und so klein ist, um dahin zu kommen. Oft geht es dann nur noch ums Pauken. Schule wird zum Hochleistungszentrum. Der Druck wächst auch auf das Lehrpersonal und Leiter der Grundschulen. Auch das Lehrpersonal, weil wir auch natürlich mit Juristen dann eigentlich bedroht werden und gesagt haben, sie müssen ganz klar zeigen, was jetzt wirklich welcher Punkt auch zu bedeuten hat. Die Schüler kommen in Unterricht, selbst im Kunstunterricht. Warum habe ich denn jetzt eine 2? Wie muss ich meinen, dass ich eine 1 bekomme? In der Berliner Senatsverwaltung für Bildung kennen sie das Problem Nadelöhr, verteidigen aber das Leistungsprinzip NC Numerus Clausus. Das Nadelöhr in Berlin entsteht nicht durch den NC, sondern dass wir momentan viel zu wenig Schulplätze haben in den unterschiedlichen Schulformen, sowohl bei den Gymnasien als auch bei den ISSen. Wir müssen da also schneller bauen. Bis sich die Situation zumindest in Berlin entspannt, wird es mindestens 3 Jahre dauern. Zu spät für Benjamin und seine Freunde. In den Großstädten ist gute Bildung für sie zu einer Art Wettkampf geworden. Und jetzt Wirtschaft und nochmal du, Hanna. Nach Einschätzung der Bundesbank wird die konjunkturelle Schwäche der deutschen Wirtschaft noch etwas länger anhalten. Für das zweite Quartal gäbe es wenig Hinweise auf eine konjunkturelle Belebung, heißt es im Monatsbericht der Notenbank. Zudem rechnet die Bundesbank für das erste Quartal 2024 weiterhin mit einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Bereits im Schlussquartal 2023 war die deutsche Wirtschaft leicht geschrumpft. Doch all das beeindruckt den DAX heute wenig. Er hat wieder einmal ein neues Allzeithoch erreicht. Frank Bethmann, wie passt das genau zusammen? Naja, diese widersprüchlichen Entwicklungen beobachten wir ja bereits seit geraumer Zeit. Nicht die einzige, aber eine der gängigsten Erklärungen. Die meisten DAX-Konzerne verdienen gutes Geld auf den Weltmärkten. Die Schwäche in Deutschland trifft sie zwar auch, aber nicht entscheidend. Heute lieferte sie hier, die Schweizerische Nationalbank, ein neues wichtiges Argument für die Rekordjagden an den Börsen. Als erste der großen Notenbanken überraschte sie mit einer Zinssenkung. Das hatte es bei den Eidgenossen seit 2015 nicht mehr gegeben. Damit ist die Marschrichtung vorgegeben, die Leitzinsen werden fallen. Auch hier nur wann. Die steigenden Aktienkurse stehen für die Hoffnung auf fallende Leitzinsen, die das Geldleihen billiger machen und so die Konjunktur ankurbeln sollen. Hierzulande könnte es im Juni soweit sein. Am Finanzplatz Schweiz haben sie es vorgemacht und heute bereits die Wende eingeläutet. Ja, nicht nur der DAX ist heute auf Rekordkurs, auch das Gold. Wie erklärt sich das? Naja, seit Anfang März ist der Preis des Edelmetalls nochmals um fast 200 Dollar je Feinunze gestiegen. In unsicheren Zeiten erweist sich das Gold einmal mehr als sicherer Anlagehafen in Krisenzeiten. Im Übrigen nicht nur für Anleger, auch für zahlreiche Notenbanken. Auch sie kauften zuletzt viel Gold und waren damit ein wichtiger Preistreiber. Vielen Dank, Frank, für diese Einordnungen. Um Desinformation, Hassrede und Fälschungen im Internet besser bekämpfen zu können, hat der Bundestag heute das Digitale Dienstegesetz beschlossen. Es verpflichtet Internetkonzerne, aber auch kleinere Plattformen, gegen illegale Inhalte vorzugehen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Bundesnetzagentur zu. Sie soll die Einhaltung der neuen Regeln überwachen. Mit dem neuen Gesetz werden EU-Vorgaben umgesetzt. Und jetzt noch zu einer besonderen Premiere. Im Bundestag hat heute zum ersten Mal in der Parlamentsgeschichte eine gehörlose Abgeordnete ihre Arbeit aufgenommen. Heike Heubach wurde auf besondere Weise willkommen geheißen mit der Gebärde für Applaus. Die SPD-Politikerin vertritt den Wahlkreis Augsburg-Land und ist als Nachrückerin in den Bundestag eingezogen. Die 44-Jährige wird von 2 Gebärdendolmetscherinnen begleitet. Lesen ist toll und wichtig. Das kann man auch im Fernsehen nicht oft genug sagen. Im Kopf wandelt sich das Gelesene in Bilder und Geschichten um. Wer liest, fördert die Vorstellungskraft und regt die Fantasie an. Das gilt für alle und nochmal speziell für Kinder. Die entsprechenden Studien sind da ganz klar. Lesen ist gesund. Kinder, die viel lesen, schlafen besser und länger. Sie sind gelassener und leiden weniger unter Stress. Sie entwickeln mehr Mitgefühl und Kreativität. Klingt großartig. Es gibt 2 Haken.
Erstens, abhängen am Tablet oder mit dem Smartphone ist dabei kein Ersatz für echte Bücher. Und zweitens, wie macht man aus jungen Digital Natives echte Leseratten? Die Leipziger Buchmesse hat da eine Idee. Steffi Moratz. Paul, Leonor und ihre Lesefreunde haben dieses Jahr selbst die besten Jugendbücher des Jahres ausgewählt, organisiert von der Stiftung Lesen. Denn sie wissen, warum junge Menschen zum Buch greifen und was sie am Lesen toll finden. Ich lese auch sehr, sehr gerne Mangas, Action und Fantasy, weil ich finde einfach, ich kann dann so in einer anderen Welt versinken. Und ich fühle mich dann auch einfach wohl, ich setze mich auf meine Couch und versinke einfach komplett woanders. Aber bei vielen Büchern ist es so, man kann mitfühlen. Diese emotionale Stärke, die kommt vom Buch in sich selber rein und das finde ich immer sehr schön. Wovon lässt du dich inspirieren, was du lesen magst? Also ich auch von Social Media, also von TikTok, Instagram oder ja, auch Plakate. Ich gehe auch manchmal in die Bibliothek und da gucke ich einfach mal. Junge Leute lesen heute anders. Bücher sind für sie mehr als nur gedruckte Worte. Wichtig ist, das Auge liest mit. Der Trend geht zum bunten Buch und das nicht ohne Grund. Sie werden auch als Deko-Objekt für Instagram und TikTok verwendet. Also auch gerade das Buch und dazu gehört auch die Ausstattung, wie zum Beispiel opulente Farbschnitte. Die sind sozusagen Pflicht für ihre eigenen Inszenierungen, für ihre eigene Plattform. Die sind ja meist alle selber bei TikTok aktiv. Und wollen dann sozusagen auch ihre Bücherwände und ihre Persönlichkeit inszenieren. Die Buchmesse strebt wieder 300.000 Besucher an, sodass man einer aktuellen Studie des Börsenvereins hier kaum glauben mag. Es werden deutlich weniger Bücher gekauft. Doch Hörbücher, Podcasts und E-Books konkurrieren mit dem gedruckten Buch. Besonders die junge Leserschaft schrumpft und das hat Folgen. Wir müssen dringend etwas tun. Das zeigt die PISA-Studie. Ein Viertel aller Kinder verlässt die Schule und kann nicht sinnentnehmend lesen. In der 9. Klasse haben Kinder nachweislich Probleme, komplexere Aufgaben zu erfassen. Immer weniger Eltern lesen ihren Kindern vor. Immer weniger neue Bücher gibt es in Bibliotheken. Immer höhere Preise für Bücher und Zeitschriften. Lesen bildet und Lesen trägt einen wesentlichen Beitrag zur Demokratie. Indem ich mich informiere über meine eigene Filterblase hinaus, lerne ich andere Meinungen kennen. Lesen schult Empathie, mich in andere reinversetzen zu können, Argumente, Gegenargumente zu prüfen. Das finde ich so wichtig und das muss man stärker fördern. Also dieses Land muss in Bildung investieren. Auch die Buchmesse hat investiert. Diesmal gibt es nicht nur eine, sondern gleich zwei Hallen nur für Kinder und Jugendliche und viel Social Media. Woran erkennt man Fake News? Nur ein Thema im neuen Jugendcamp der Messe. Aber hier tummeln sich eben die Bücher, Comics und News lieben. Währenddessen wächst die Zahl derer, die nicht lesen wollen oder können. Krieg einfrieren, vor Putin kapitulieren, Fragezeichen. Das könnte eine hitzige Diskussion werden, gleich bei der Kollegin Maybrit Illner, direkt nach uns. Und gegen 0.30 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Nazan Gökdemir. Und von allen Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Sendung mitgemacht haben, einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss. Guten Abend, heute am Internationalen Tag des Waldes. Der Wald konnte sich zum Teil durch die Regenfälle der letzten Monate erholen. Dennoch setzt ihm der Klimawandel stetig zu. 4 von 5 Bäumen sind krank. Es wird dauern, bis widerstandsfähigere, klimaresiliente Arten hochgewachsen sind. Gleichwohl nutzt auch ein toter Baum dem Wald. Totholz bietet Lebensraum für Tiere wie den Specht, dient als Nahrungsquelle für Pilze und andere Organismen. Der Stamm speichert auch noch weiter Wasser. Am Ende wird daraus wertvoller Humus, den ein gesunder Wald dringend zum Wachsen braucht. Und natürlich braucht der Wald auch das richtige Wetter. Da können wir beobachten, dass das Hoch Markus sich jetzt nach Osten verabschiedet und das Tief Kilia von Nordwesten uns erst morgen Regen nach Norddeutschland bringt, dann aber auch Schauer und Gewitter. Heute Nacht gibt es noch letzte Regenschauer am Alpenrand. Sonst ist es zum Teil locker bewölkt und es bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 1 Grad. Und morgen liegen sie in Norddeutschland meist so bei 10 bis 13 Grad. Sonst werden es 14 bis 19 am Oberrhein
bis 21 Grad. Dazu ist es in Süddeutschland sehr sonnig, besonders am Oberrhein. Und über die Nordhälfte ziehen die Regenwolken hinweg. Das wird sich jetzt ändern mit diesem freundlicheren Wetter. Denn am Samstag stürzen die Temperaturen bereits ab. Am Sonntag liegen sie dann nur noch bei 5 bis 10 Grad. Es gibt Graupelgewitter und in den Bergen Schnee. Guten Abend.